Hallo Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Asterix Obelix XXL. Tja, im letzten Part sind wir hier in diese komischen Thermen hier gekommen. Und ich will jetzt gerade nochmal gucken. Wir müssen uns noch ein Feuer holen. Ach, das war auch ein bisschen schwieriger. Erstmal müssen wir den Typen hier wegmachen. Ey. Hey! Verarsch mich nicht. Ich kann auch einfach. Nee. Ich wollte gerade schicken, aber. Nee. Chicken Wings. Nein. Wir müssen jetzt mal eben das Feuer holen, müssen wir hier richtig akrobatisch Ruhe springen. Oh. Irgendwie haben wir auch im letzten Mal rausgefunden, oder ich jedenfalls, dass man auch irgendwie ganz kurz im Wasser stehen bleiben kann. Ganz merkwürdig. Keine Ahnung, was es war. Ich habe schon eine ganz schön feuchte Aussprache hier. So ungefähr. Und jetzt habe ich... Oh oh. Oh, es geht ja schon gleich aus hier. What the fuck? So. Ach ja, dieser blöde Fahrstuhl wieder. Naja. Es ist am besten erstmal die ganzen Typen hier alle zu machen, bevor wir uns dann das Feuer holen. Das ist sonst idiotisch, weil das Feuer auch schnell ausgeht. Wenn die wechseln, sind wieder so wieder hoch, ohne dass wir... Boy. Meine Schultertasten, ey. Quietschen schon total, wenn die, weil mein Controller schon so alt ist. Naja, PlayStation habe ich schon seit Ewigkeiten. PlayStation ist eine Konsole, nicht wahr? Finde ich jedenfalls. Nintendo wie lieber machen. Aber trotzdem. Damals noch PlayStation. Aber ich habe Nintendo gehasst und jetzt bin ich total ein Nintendo. Oh, jetzt noch eine kleine Speicherstation. Das machen wir dann aber gleich erst, wenn wir das Feuer haben. Well, was war das denn? Voll dumm geglitscht irgendwie. Ach ja, da hören war ja das Schild, ne? Oh ja, ich erinnere mich wieder. Also, wieso laufe ich eigentlich so weit zurück? Ich muss hier das Feuer holen. Nicht von da hinten. Nämlich können wir jetzt gehen wir einfach rauf stumpf und werden gleich hochgeschossen. Ah, verdammt, ich habe vergessen auf die Uhr zu gucken. Ich schätze jetzt mal so, wir haben schon 3 Minuten. 16? 16 nach 1. 2. Schnell! Schnell! Ah, geschafft. Oh, das war knapp. Ich muss gerade mal gucken. Also, rechnen. Ja, okay. Okay, ich weiß, wann ich ausmachen muss. Und ich bin einfach zuerst. Das erlebt man heutzutage auch nicht mehr. Heutzutage auch nicht mehr alle Tage. Irgendwie ganz schön paradox. Aber egal. Und hier war auch noch eine Lorbeere drin. Wie kommen wir denn da ran? So. Kenne ich ja gar nicht mehr. Ja, ja, war schon ein bisschen länger her, als ich das Spiel gespielt habe. Jedenfalls hier, Griechenland und so. Den Anfang habe ich schon geschätzt, 500.000 Mal gespielt, aber komplett durch. Wie oft habe ich das komplett durchgespielt? Na, schon ein paar Mal. 3, 4 Mal bestimmt. Genau. Warte mal, wir müssen, um uns die Lorbeere zu holen, müssen wir das Ganze nach vorne schieben. Idefix geht da weg, sonst wirst du gleich umgematscht. So, jetzt müssen wir dagegen schießen. Genau, und jetzt müsste es da hinten gleich ankommen. Da, gesehen? Muss ja ein paar mehr raufschießen. Oh. Wo kommt ihr denn her? Oh, ich hab mich da immer noch nicht gesehen. Oder kommt ihr auch komisch aus der Ecke, die in der einen Folge anwählt? Wir werden ja sehen. So, Nummer 5. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich bis jetzt alle hab. Immer das, da muss ich in die Luft sprengen. Wie geht das denn? Ah doch. Ach, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Das ist auch die einzige Möglichkeit, die ich machen kann. 5 von 12. Naja.
Können wir nur beten, dass wir alle haben. Sonst muss ich halt so machen wie bei der Normandie. Einfach nochmal zwischendurch. Ja. Eigentlich will ich mit dem Abspann kann ich das Spiel noch nicht beenden, weil dann gibt es ja noch Bonus-Sachen, die ich euch auch noch zeigen möchte. Das soll ein Komplett-Run werden, nicht wahr? Nein, die Fans von 100% Run. Ich finde es immer dumm, wenn irgendwie Leute das Facebook nicht 100% durchspielen. Naja. Außer solche Spiele wie Mass Effect wie ich. Das hätte einfach zu lange gedauert. Ich glaube, selbst privat hätte ich dazu nicht den Nerv gehabt. Auf einen ganz bestimmten 100% Run freue ich mich schon besonders. Ich verrate euch an dieser Stelle mal. Will ich auch noch Let's Play. Natürlich schon mit 100%, sonst wäre es langweilig. Ach ja, genau, die Stimme hier. Ich fand das so. Ah ja, gleich kommen wir in die Bücherei. Und vorher gibt es glaube ich noch so eine ganz versteckte Lorbeere. Da kam die ja später. Allgemein wird Griechenland noch voll cool. Der Anfang ist noch nicht ganz so spektakulär. Aber später. Oh, wir haben das ganze Schild verloren. Verdammt. Irgendwie muss ich immer räuspern. Irgendwie habe ich ein bisschen, ne? Ein bisschen komisch hier. Das war sowieso komisch, das Rätsel hier. So. Oh. Boah, das war knapp. Ja. Was hat das nochmal gemacht? Ja genau, warte mal. Das hat es nur so ganz bisschen geöffnet. Hey. Was ist ein Henker? Den schieben wir erstmal runter, dann kommen wir nämlich wieder hoch. Das ist kleine Abkürzung. Kann ich mich verarschen? Ah nee, doch nicht, Quatsch. Ich laber schon wieder richtig derbe Scheiße. Den müssen wir ja schieben. Ich weiß nicht mehr genau, was es bringt. Achso! Ah, okay, ich verstehe, Leute, ich verstehe. Oh, da raufschieben. Dann öffnet sich die Tür unten. Ich weiß gar nicht mehr, ob komplett oder nur ein bisschen. Okay, nur ein bisschen. Obelix ist mal wieder zu fett, um da durchzugehen. Ja, da haben wir wieder zu viele Wildschweine gefressen. Aber wir passen da durch. Ja, die Kisten zerstöre ich mal mit Absicht noch nicht. Können uns Feuer holen. Um uns die Kippe anzusünden. Haha, nein, nicht wirklich. Genau, müssen wir da rauf. Wieder mit Obelix hochbomben. Asterix rein. Durchs Gitter kaputt. Durchs Gitter. Anzünden. Wegrennen. Und uns nicht wieder von der Explosion zerstören lassen, wie schon mal passiert ist. Und raufschieben. So, und jetzt geht sie komplett auf. Ich habe die Kiste nicht zerstört, damit wir uns diese fetten damit Multiplikatoren holen können. Ich glaube, bloß wüsste, wo die sind. Ich glaube, irgendwo waren welche. Doch nicht. Doch nicht. Schade. Egal. Psst. Seid bloß leise. Was? Kommt näher, meine Freunde. Was ich jetzt sagen werde, könnte mich ins Gefängnis bringen, aber hier in der Nähe ist eine Bibliothek. Cäsar hat darin einen wertvollen Schatz versteckt. Vergesst, was ich euch eben gesagt habe. In dieser Bibliothek gibt es gar nichts zu finden. Und voll dumm, dieser wertvolle Schatz. Ratet mal, was es ist. Es ist eine Lorbeere. Wow, also es war vorher schon voll viel über Lorbeeren und alles verraten, aber das hier, nee. Voll dumm. Meine Bibliothek ist cool. Ganz schief gebaut hier irgendwie. Die Mucke hier. Da-da. Ich muss jetzt 5 Schalter drücken. Die waren ziemlich fies versteckt, wenn ich mich noch recht erinnere. Wo legst du mir wieder zu fett? Ah, immer diese Fettis. Haben selbst Schuld, wenn sie sterben. Siehe Dirk Bach. Nein, ich mochte Dirk Bach. Er war okay. Dann geht er. Nein. Okay, es geht nicht. Dann suche ich einfach mal. Stumpf nach diesem Scheitern. Oh. Okay. Ich kann nicht nur hoffen, dass sie irgendwo überhaupt Kissen oder ähnliches sind. Ih, eine Ratte. Ah ja, und übrigens.
Vielleicht soll ich ein bisschen noch was erklären. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, wenn ihr auf HD schaltet, wird die Qualität nicht unbedingt besser von dem Spiel. Es liegt einfach an dem Grabber, dass ich damit nicht so wirklich gut HD aufnehmen kann, sondern es nur auf HD rendere. Und allgemein ist die Qualität nicht ganz so gut, aber es liegt nicht an dem Grabber. Ich habe schon einen anderen Test gemacht mit einem Wii-Spiel, dass die Qualität besser. Also ich glaube wirklich, dass es an dem Spiel hier liegt. Es ist auch schon älter und für PlayStation. Da war wohl die Grafik einfach nicht so gut. Ja. Hierauf lohnt sich noch nicht. Dann kommen wir nach draußen, wo wir noch gar nicht hin müssen. Scheiße. Ja, können wir schon. Aber wir wollen noch erstmal den Schatz haben, nicht wahr? Entschuldigung. Oh. Yay, zwei Helme mal drei. Super. Wie viele Schalter haben wir jetzt? Ich glaube, wir haben jetzt drei Schalter. Korrigiere vier Schalter. Vor die Leseecke hier. Oder Schreibecke, eher gesagt. Oder? Ach nee, genau. Ich weiß, wo der letzte Schalter ist. Genau. Wir sind jetzt Asterix. Genau. Genau. Jetzt können wir uns mit Asterix diesen letzten Schalter hier holen, der da ist und für den ich selbst damals gefailt habe. Jetzt bei der Zeitverzögerung bestimmt wieder. Oh, nee, doch nicht. Jetzt können wir uns noch das Ding hier holen. Yay. Oh, und ist auch noch einer. Oh, das sollte es jetzt aber gewesen sein. Muss man sechs Schalter haben? Tatsächlich. Yay. Na doch, ich glaube schon, 6 von 12 waren erstmal alle. Ich meine, ich habe es ja schon mal zu 101% durchgespielt. Ihr wisst schon, als ich 52 von 51 Lorbeeren hatte. Ich hoffe nur. Ja, das passiert nicht wieder, aber ich glaube nicht. Weil, ich weiß ja, wo es diese Dings gab. Man kann sich einfach die Lorbeere immer wiederholen, aber das mache ich natürlich nicht. Nicht nochmal. Was waren hier nochmal? Hier war auch so eine Schallstelle. Oh nein. Oh, die Stelle gleich war kacke. Oh, mal gucken, ob ich da eigentlich mal das erste Mal sterbe. Weißt du, was ich beschlossen habe? Ich werde mir jetzt meinen ersten Combo kaufen. Guten Tag. Mal sehen, was ich auf Lager habe. Und ein paar, Dings vielleicht. Du hast bereits die maximale Zahl an Schilden. Mehr kann ich dir nicht verkaufen. Und mal kurz eine Combo. Keule-Combo, Fallhammer-Combo, Combo-Wut-Combo. Warte mal, Fallhammer. Ich will diesen komischen Twister. Diese Wirbel-Dings, der ist cool. Oh, 17.000, ey, na klar. Kauf mal den Keule-Combo. Jeder das gehört nach meiner Meinung nach nicht auch zu 100%. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt mal kurz nachgucken, wie der geht. Der Combo. Keule-Combo. XX-Viereck-Dreieck. Okay. XX-Viereck-Dreieck. XX-Viereck-Dreieck. Na, können wir sowieso erst einsetzen, wenn wir Dings haben. Oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Da sind überall noch Dings drin, die kann ich mir gleich holen. Das Scheiße ist nämlich, wir müssen jetzt alleine 60 Römer besiegen. Wir haben absolut niemanden, der uns helfen kann. Wir Bogenschütze geht mal als erstes sterben hier. Damit kommen wir dann weiter. Ich glaube, hier unten war noch ein Lobby, oder? Nee, ein Schild. Was ich mir auch hätte sparen müssen. Mal kurz checken. Nee, okay. Und ich merke gerade, ich muss den Part mal so langsam beenden.
ja, 60 Römer Battle oder noch 59 Römer Battle im nächsten Part, Leute. Ja, okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.